Das ist schon lustig. Jede Woche gründen irgendwelche Leute in meinem Namen einen Account bei Facebook oder Instagram. Die schreiben dann in meinem Namen Leute an, pumpen sie um Kohle an. Und wir melden das jede Woche brav bei Facebook und Instagram. Und was passiert von denen in der Seite? Gar nichts. Aber weh, ich poste einmal, dass ich es für einen Skandal halte, dass die Tagesschau das Wort Mutter durch entbindende oder gebärende Person ersetzen möchte. Dann kommen die unabhängigen Faktenchecker und warnen vor meinem Beitrag. Und haufenweise schreiben mir junge Frauen, dass ich ja offensichtlich Angst hätte vor Transmännern und somit auch vor Männern. Mädels, ich habe überhaupt noch nie Angst gehabt vor Männern, ob schwul, hetero, trans oder sonst was. Ich bin schon mit Männern gut ausgekommen, da seid ihr nur mit der vollgeschissenen Windel um einen Christbaum gelaufen. Aber wisst ihr, was ich Angst habe? Vor der Politik der Grünen und vor der phlegmatischen Untertänigkeit der Deutschen. Jetzt haben sie diese Woche die Atomkraftwerke abgeschaltet, aber im Rest von Europa laufen sie natürlich, in der Ukraine zum Beispiel auch noch, weil Herr Habeck gesagt hat, die stingern ja schon. Wir setzen stattdessen auf Drecker die Kohle, die ja, was viele auch gar nicht wissen, gar nicht aus Deutschland kommt, sondern zum großen Teil aus Australien oder aus Afrika. Die wird dann zu uns gebracht auf riesigen Dieselschiffen, klimaneutral natürlich. Und was machen wir Deutschen? Wir sitzen daheim, halten die Fresse, zahlen und lassen uns sukzessive unseres Wohlstands und somit auch unseres sozialen Friedens berauben. Ich glaube, langsam wird es wirklich Zeit, dass wir es machen wie die Franzosen und auf die Straße gingen. Ja. Das war jetzt das Wort zum Sonntag von der Tante Moni. Und jetzt können die unabhängigen Faktenchecker wieder tätig werden und von meinem Beitrag warnen. Schöner Sonntag noch.